herzlich willkommen zu Franzis Deko-Tipp von dieser Woche. Unsere Blume der Woche ist Allium in Violett und dazu eine wunderschöne wilde Chrysantheme. Sie werden an beiden sehr lange Freude haben und ich habe diese Woche einen Vasentipp für Sie. Wir haben eine Vase genommen, die ungefähr mittelhoch ist. Das heißt, man kann sie schön auf den Tisch stellen, man könnte sie aber auch auf den Boden stellen. Haben den Allium etwas gekürzt, weil er uns für die Vase ein bisschen zu lang war. Und das können Sie ganz einfach machen, indem Sie mit dem Messer ihn schräg anschneiden. Das habe ich jetzt alles schon vorbereitet und ich würde Ihnen jetzt einfach gerne zeigen, wie man Allium und Chrysanthem in der Vase ganz gut arrangieren kann. Der Vorteil an der wilden Chrysantheme ist nämlich, dass sie sehr verzweigt ist. Und dadurch kann man sehr schön den Allium einfach dazwischen stecken. Und wenn man die Chrysanthemen dann zuerst in die Vase steckt, davon haben wir 5 Stück, das ist ein Bund, dann kann man sie schon mal so arrangieren, wie man das schön findet. Und dann haben wir ja 10 kleine Allium und 5 größere. Und die steckt man dann einfach zwischen rein. Ich würde mit den 5 großen anfangen, dann kann man die wieder sehr gut sortieren in der Vase und dann die 10 kleinen noch dazwischen stecken. Diese Methodik empfiehlt sich besonders, wenn man 2 unterschiedliche Sorten hat, von denen eine Sorte einen etwas längeren Stiel hat mit weniger Halt und die andere Sorte eben diesen Halt bieten kann. Ich zeige das nochmal hier. Man kann halt wirklich in diese Zweige von der Chrysantheme rein und der Ball hält sofort. So, jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Der Allium ist ja ein Zwiebelgewächs, ein Zierlauch so genannt. Und der fängt nach ein paar Tagen in der Vase eventuell etwas an zu riechen. In der Küche könnte man sagen, es duftet, aber vielleicht ist Ihnen das unangenehm. Einfach das Wasser regelmäßig wechseln, dann können Sie das verhindern. Ansonsten ist es nämlich ein wunderschönes Gewächs. Man kennt es viel aus dem Garten, aber auch in der Vase sehr, sehr schön. Wir haben es extra so gemacht in dieser Woche, dass wir die Blumen auf 2 unterschiedliche Ebenen angeschnitten haben. Das heißt, wir wollten gerne, dass der Allium von der Chrysantheme umspielt wird, deswegen ist er etwas kürzer. Sie können es aber natürlich auch so machen, dass die Chrysanthemen eher den Allium umspielen, ganz wie Sie möchten. Aber so zumindest geben die Chrysanthemen Allium einen sehr schönen Halt. Viel Freude beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis bald. Tschüss!